Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Pferd nach vorne wegeilen wird oder sogar drüber springen wird, würde ich folgende Verlaufsform wählen. Ich würde, bevor ich das Podest betrete, mehrfach das Pferd rückwärts richten und wieder antreten lassen. Anhalten und wieder rückwärts richten. Das Pferd muss jetzt anfangen, eher rückwärts zu denken als vorwärts. Brav. So, je höher das Podest ist, desto mehr muss man sich überlegen, wie komme ich wieder davon runter. Und je höher es ist, desto mehr ist meine Verlaufsform, das Pferd zügig runterzuschicken, damit es nicht mit der Hinterhand hier an der Kante entlang ratscht. Super genial. Jetzt hat er Ruhe. Jetzt wird er so schnell nicht mehr runtereilen, weil er mit den paar Sekunden, die er jetzt schon drauf ist, gemerkt hat, dass das möglich ist. Jetzt füttere ich ihn mal nach rechts und auch nach links, damit er sieht, wo er sich befindet und wahrnimmt, dass das auszuhalten ist.